Hey Leute, wie geht's euch? Wieder nach längeren. Ja, es ist 5 Uhr morgens. Und ich habe mir gedacht, weil immer her, ich trainiere jetzt schon 10 Jahre, verdammte 10 Jahre, wirklich 10 Jahre. Habe jetzt erst realisiert, jetzt im Mai werden es 10 Jahre. So, immer Natur und nie irgendwelche Mittelchen genommen für mehr Muskeln. Noch nie. So, Punkt. Jetzt das. Wer stoffen will, wer höhere Ziele haben will, soll es machen. Aber dann die Wahrheit sagen und nicht herumheucheln und Leute, was sich auskennen, dann anlügen. Das ist scheiße. So, das ist Natur hin, her. Der andere holt mehr raus, der andere weniger. Auch mit Stoff. Punkt. Ist auch so. Jeder hat andere Voraussetzungen. Nur ehrlich sein zu den Leuten, die auch den Sport betreiben. So. Jetzt mal zu mir. Es gibt Leute echt, die was zum Beispiel mir das abkaufen und fertig, weil die etwas Ahnung haben. Dann gibt es natürlich die Leute, was null mit dem Sport zu tun haben und denken, Muskeln baut man nur mit Stoff aus, mit Anabolika und das ist egal. Die Leute, was sich nicht auskennen, die können ruhig denken, dass man nur mit Anabolika Muskeln aufbaut. Aber es ist Bullshit. Man baut Muskeln auf, aber nur bis zum bestimmten Limit. Das ist so natural. Auch mit Stoff gibt es Grenzen und man kann nicht. Man konnte 1000 Kilo wiegen, fettfrei Muskelmasse. So, es gibt da auch Grenzen, nur die knackt man. So, jetzt die Leute, also drauf geschissen, die, was sich nicht auskennen und die, was halt glauben, nur mit Anabolika kann man Muskeln aufbauen, drauf geschissen. Aber dann die Leute, was sich eigentlich auskennen würden und nur die fehlende Disziplin schon immer hatten und nur also sofort nach Stoff griffen, die denken nachher zu anderen, die was viel Disziplin haben. 100, der eine Typ 100% Ernährung, 100% Training, schaut auf die Regeneration, sauft nie, nimmt keine Drogen, trainiert 5, 6 Mal die Woche seit 10 Jahren. Beispiel, so kann man mich ein bisschen sehen, aber ja. Denen kauft man dann es nicht ab, dass sie natural die Muskeln, die paar Muskeln aufgebaut haben. Unfassbar, aber einerseits, weil das sind nur die Leute, was zu wenig Disziplin haben. Die zeigen dann mit dem Finger, ich mit Stoff baue weniger auf wie der, was Natur ist. Ja, natürlich, wenn man je alle paar Wochen sauft zum Beispiel oder sich nur Scheiße ernährt und Scheiße trainiert, ist klar. So, von dem her, die Leute sollen sich da mehr Gedanken machen und das natural, nicht natural Gelaber ist einfach ausgelutschte Kacke. Früher habe ich das noch ernster genommen, aber mittlerweile denke ich mir nur so, ey, sei leise, glaub's oder glaub's nicht. Man soll aber ehrlich sein. Wenn zu mir ein Anfänger kommt, dann sage ich, ich trainiere schon 10 Jahre, hallo. Bisschen muss man das auch sehen, so viele Jahre und Jahr für Jahr. Schraubt man an der Ernährung, schraubt man an Training, damit man so sich, damit sich alles, damit man hier Fortschritte macht. Und es ist lange Zeit, aber die Leute, was stoffen und dann den jungen Leuten einredet, ey, ich habe nie was genommen oder so, Bullshit, wenn man so Scheiße erzählt, falsche Hoffnungen macht, das finde ich uncool. Natürlich trainieren nachher die Anfänger auch sehr hart und denken, boah, das erreiche ich auch. Ja, aber ob das gut ist, nicht. Weil ich spreche aus Erfahrung, damals war es bei mir nicht anders. Da wäre ich froh gewesen, wenn gewisse Leute damals schon ehrlicher gewesen wären. So. Einfach, die müssen, muss ja keiner rumrennen, ich bin natural. Den Scheiß, was ich auch früher überall geschrieben habe. Natural, natural. Das sollte man nicht mehr sagen und ist ausgelutscht. Interessiert keinen. Keiner ist besser, weil er jetzt mal nichts nimmt. Natürlich
ist es mit mehr Geduld verbunden, kann man sagen, also sehr viel Geduld, und es dauert auch alles viel länger. Das ist schon heftig. Und mit den Mittelchen geht es halt gewisse schneller, aber auch nicht unendlich schnell. So, und unendlich viel Muskeln. Geht auch nicht, aber es geht schneller, ist eine Abkürzung. Punkt. Braucht mir keiner kommen. Ja, aber mit Stoff muss man gleich oder noch härter trainieren und dies und das. Ey, Mann, passt schon. So, von dem her muss man alle beide Seiten respektieren. Fertig. Es muss kein Stoffer auf Instagram mit 120 Kilo Muskelmasse schreiben, Anabolik in die Biografie. Ist ja auch Bullshit. Das macht ja keiner. Und das mit dem Finger auf andere zeigen, du nimmst was. Aber wenn einer immer natural schreibt, ey, dann muss man das ja manchmal in Frage stellen, wenn sie solche Kanten sein. Oder? Das verstehe dann schon den Hate. So. Ausgelutschtes Thema einerseits. Find's nur schade, dass manche da viel zu viel herumdenken. Und nur weil manche die fehlende Disziplin haben, dann mit dem Finger auf andere zeigen, das finde ich uncool. Man kann andere Leistungen nicht schmälern. Man sollte andere Leistungen nicht schmälern. Und das machen leider viele. So, mit dem Finger auf andere zeigen. Uncoole Scheiße. So, das mal dazu. Ja, ich sage immer, harte Arbeit kann einen Talentierten schlagen. Aber nur wenn einer Talent plus harte Arbeit, der ist dann natürlich krasser. Und wenn einer noch ein bisschen Zaubermittel nimmt, noch krasser, fertig. So. Haut's rein und ja, ich gehe weiter schlafen. Peace out.